herzlich willkommen zu einem kurzen Update von mir. Und zwar geht es um die Venusfliegenfallen. Jetzt kann man schon ordentlich ranzoomen. Die habe ich seit zwei Tagen angepflanzt. Und hier seht ihr, dass da schon welche keimen. Bei dem Bottich jetzt hier unten auch. Bei dem Bottich hier ist jetzt noch nicht so viel zu sehen, aber bei dem anderen, das zoomen wir mal kurz rüber. Und zwar hier. Und hier drüben, hier unten, ich zoome noch weiter, kann ich nicht rein, da wird es unscharf. Aber hier vorne, da und hier noch einige mehr. Ich bin mal gespannt, hier unten auch noch, genau, ganz viele sind am Keim. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Des Weiteren die Super Mario Pflanze. Die ist hier. Ich weiß nicht, was es ist. Absolut keine Ahnung. Ich lasse die jetzt einfach Wildwuchs weitermachen. Und die ist ja alles umgeknickt. Und mal sehen, was da draus wird. Ich bin mal gespannt. Und ja, ich denke mal, das ist auch sowas wie ein Klimmer oder irgendein Unkraut. Keine Ahnung. Wenn ihr Näheres wisst oder die schon mal gesehen habt, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Das interessiert mich sehr. Und ja, was noch? Meine lebenden Steine sind hier drinnen. Da ist noch nichts passiert nach zwei Tagen. Ist aber normal. Meine Orangenpflanze, eine davon, die habe ich jetzt mal rausgestellt aus meinem kleinen Gewächshaus. Die braucht extrem viel Wasser. Und ja, hier hinten sind meine anderen Würmer. Da bis da hoch. Die Mangopflanze ist wirklich riesig geworden und jetzt geht erst die Zeit los, wo sie alle anfangen zu wachsen. Ansonsten, was ich bei der Zitronenpflanze auch nicht verstehe, ich habe die schon ziemlich oft beschnitten, aber sie wächst einfach nur immer einen oberen Trieb wieder neu raus und hier unten passiert gar nichts. Die werde ich auch bald umtopfen, weil die Erde nach einem guten Jahr, nicht mal ein Jahr, ziemlich hin ist, denke ich mal. Und da werde ich Zitruserde und Kokossubstrat vermengen und noch ein bisschen Ceramist dazu machen, weil das Wasser speichermäßig besser ist. Und gerade jetzt im Sommer zerrt die Pflanze ganz schön Wasser. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Das war ein kurzes Update. Bis zum nächsten Mal. Ganz vergessen, noch das Update von meiner anderen Fensterbank. Ja, die Gurken oder auch Wassermelonen, die haben jetzt hier Kringel gebildet und ziehen sich jetzt, wie ihr seht, ist die fest. Da geht nichts mehr ab. Die hat sich richtig fest umschlungen. Da hinten die, ich hoffe, man sieht das jetzt hier irgendwo, die hat sich auch direkt um den Stab richtig umschlungen. Und ja, jetzt brauche ich keine Rankenhilfe mehr machen. Hier oben, die findet gerade was. Und die Kleine hier noch gar nichts. Das hier sind meine angeblichen Tulpen. Da kommt jetzt das zweite Blatt. Das hier hinten ist keine Ahnung. Das ist immer sehr schön. Kommt aber auch schon das zweite Blatt hoch. Und mal sehen, was draus wird. Ansonsten, Naschibaum fängt jetzt auch an zu keimen und man sieht schon etwas Grünes und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt, also wie schnell der wächst. Angeblich soll er ja nach zwei Jahren schon Früchte tragen. Da bin ich mal sehr gespannt, weil ich esse die Früchte natürlich sehr gerne. Und oh, jetzt wäre es bald passiert. Mein Gott. Und ja, wollen wir mal schauen. Einen davon habe ich schon wieder verschenkt, ist schon wieder versprochen für jemanden. Und den anderen wollte ich als Bonsai kultivieren. Mal sehen, was da draus wird, ob das funktioniert. Aber erstmal müssen alle drei keimen. Obwohl, hier, Wahnsinn. Jetzt sehe ich es. Muss ich euch natürlich auch gleich zeigen. Da, tada, Nummer 2. Prima, gleich wieder Deckel drüber.
Folie drüber machen. Ja, ansonsten, das war's aber jetzt auch. Bis demnächst.